Analog den B2C-Märkten kann auch das organisationale Kaufverhalten als Prozess verstanden werden. Kotler et al. Sprechen in diesem Zusammenhang von 8 typischen Phasen, welche im Rahmen eines B2B-Kaufprozesses durchlaufen werden. Zuallererst erkennt ein Unternehmen einmal ein Problem bzw. einen Bedarf. In weiterer Folge wird dieser Bedarf bzw. dieses Problem detailliert beschrieben und mit den unterschiedlichen Produkteigenschaften, welche notwendig sind, um das jeweilige Problem bzw. den Bedarf zu decken, festgelegt. Im Anschluss an die detaillierte Problemerkennung inklusive der notwendigen Produkte bzw. Dienstleistungen, um das Problem und den Bedarf zu decken, gibt ein Unternehmen auf die Suche nach Lieferanten. Das heißt, es wird einmal Recherche betrieben, welche Dienstleister bzw. welche Hersteller und Lieferanten es am Markt gibt, welche auch die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen anbieten, um den Bedarf bzw. das Problem zu lösen. Wenn man dann oder im Anschluss daran, nachdem die unterschiedlichen Lieferanten identifiziert worden sind, geht es in erster Linie zuerst einmal um die Einholung von Angeboten. Das heißt, die unterschiedlichen Lieferanten werden kontaktiert und Angebote werden eingeholt. Im Anschluss an die Einholung der Angebote erfolgt die Auswahl und die Festlegung der jeweiligen Lieferanten. Das heißt, aus den eingeholten Angeboten wird dann in weiterer Folge sich eben für einen Lieferanten entschieden. Und im Anschluss daran werden dann mit dem jeweiligen Lieferanten, für welchen sich ein Unternehmen entschieden hat, die jeweiligen Bestelldetails bzw. das Bestellverfahren festgelegt. Und im Anschluss an die Lieferung erfolgt dann ebenso wie im B2C-Bereich eben wieder eine Qualitätskontrolle. Das heißt, die gelieferten Produkte bzw. die Dienstleistungen werden auf ihre Qualität und die Leistungsfähigkeit hin geprüft.